Gute meine Freunde und willkommen zu einem kleinen Infovideo bezüglich Squad und der Hype ist real, ich habe große Neuigkeiten für euch. Am 26. Mai beginnt die Kickstarter-Kampagne von Squad und ihr habt die Möglichkeit, einen Zugang zur Closed Alpha des Spiels zu erwerben. Im Folgenden möchte ich euch kurz eine Übersicht geben, welche Pakete es gibt, beziehungsweise ich habe mir drei rausgesucht, die für euch wahrscheinlich interessant sein könnten. Das Rifleman-Paket erhaltet ihr für $30, damit bekommt ihr Zugang zum Early Access und natürlich zum Spiel, sobald es komplett released wurde. Wenn ihr Zugang zur Closed Alpha haben wollt, dann müsst ihr mehr als doppelt so viel Geld in die Hand nehmen, nämlich $70. Mit dem Squad Leader Paket, das ihr für dieses Geld erwerben könnt, erhaltet ihr eben auch Zugang zur Closed Alpha, natürlich dann auch Zugang zum vollwertigen Spiel und ihr bekommt auch noch eine Erwähnung in den Credits und noch diverse anderer Kram, den man so kennt, wie zum Beispiel den offiziellen Soundtrack von Squad. Das heißt, da keine großen Überraschungen, aber der Closed Alpha Zugang ist, denke ich mal, etwas, was für viele Leute interessant ist. Die weiteren Pakete muss ich nicht unbedingt erläutern. Je mehr Geld ihr ausgeben wollt, umso mehr Gimmicks bekommt ihr noch dazu, eben zu eurer Spielkopie. Das ist ja ein bekanntes System, was man auch von Kickstarter kennt. Also keine große Überraschung an dieser Stelle. Was ich jedoch für wirklich erwähnenswert halte, ist das Clan-Paket für $325. Damit erhaltet ihr erstmal 5 Game Keys, 5 Kopien vom Soundtrack, quasi alles in fünffacher Ausführung. Und euer Clan wird involviert in die Closed Alpha von Squad. In welcher Form das jetzt passiert, das steht noch nicht fest, das soll noch diskutiert werden. Auf jeden Fall wird aber auch euer Clan-Wappen in das Spiel inkludiert werden. Ich muss dazu sagen, dass man sich hier noch recht vage hält in den Ausführungen. Ich denke mal, man ist sich da auch selbst noch nicht ganz schlüssig, wie weit man da gehen wird, was dann hinterher alles möglich sein wird. Aber es klingt schon mal recht vielversprechend, ist aber natürlich auch viel Geld, was man da für die Sache dann ausgibt. $325, das ist ja jetzt nicht unbedingt etwas, was man mal ebenso im Portemonnaie hat. Dadurch, dass aber 5 Keys für die Closed Alpha mit dabei sind, lohnt es sich schon, das Paket zu kaufen, wenn man mit 5 Leuten dort aufschlagen will. Das heißt, ganz unnütz ist es natürlich nicht, egal was hinterher mit der Clan-Unterstützung dann passiert. Ihr spart dann so oder so 25€, wenn ihr mit 5 Leuten unbedingt an der Closed Alpha teilnehmen wollt. Das war's dann von mir und vielleicht sieht man sich dann auch in der Closed Alpha in Squad. Und ich wünsche euch noch eine schöne Restwoche, ein schönes Wochenende und sag bis denne.